Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog, zu dem Spiel aller Spiele im DFB-Pokal-Halbfinale. Südwest-Derby. Saarbrücken empfängt die Pfälzer. Es wird geisteskrank, Freunde. Ich will nicht wissen, was heute in der Stadt los sein wird. Hochsicherheitsspiel und es geht um das Ticket ins Finale. Was hier in der Stadt heute los ist, werden wir jetzt sehen. Ich fahre jetzt zuerst mal noch hoch ans Stadion, mal gucken, wie der Platz ist. Hol euch so ein bisschen mit durch die Stadt. Polizei wird geisteskrank viel unterwegs sein. Ich bin gespannt, ob ich alles filmen kann. Viel Spaß bei diesem Video. Freunde, bin jetzt auf dem Rad, fahre jetzt erstmal gemütlich durchs Nauheser in die Kryo und dann geht's zum Stadion. Ich gehe mal gucken, wie der Platz aussieht. Sollte ja ausreichend wenig geregnet haben. Also ich glaube, es könnte ein geiler Pokalabend werden heute Abend. Wieder nass, aber trotzdem nicht so nass, dass es abgesagt werden muss. Und jetzt kommt sogar die Sonne raus. Freunde, ah, herrlich. Aber jetzt erstmal ab ins Nauheser. Freunde, beste Kneipe, Grillis. So, Freunde, jeder, der nicht weiß, was Kryotherapie ist, der wird es jetzt sehen. Und zwar ist eine Kältekammer. Ich bin hier im Gesundheitszentrum Körperglück und hier steht dieses geile Teil. Ja, da geht man rein zum Aktivieren des Körpers, zum Regenerieren und ja, das ähnlich wie ein Eisbad. Und jetzt läuft der Timer. Ich gehe jetzt 5 Minuten rein. Ich brauche noch Handschuhe, bevor ich das vergesse. Und dann wird erstmal eine Runde gefroren. Let's go. Das war nice. Ab geht's zum Ludwigspark. So, Freunde, das ist jetzt der Weg ins Stadion. Werden die Lautern-Fans von schön begrüßt. Ihr müsst die ganzen Lautern-Fans hier werden die heute vorbei eskortiert bis zum Stadion. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Oh, was ein herrliches Wetter. Gebt euch den Platz. Herrlich. Da kann doch heute eine schöne Pokalschlacht stattfinden. Ich hatte schon Schiss wegen dem Wetter, das abgesagt wird. Aber wird wohl stattfinden. Polizeiaufgebot ist auch schon am Start. So langsam positioniert sich alles. So, hier haben wir noch eine Einstellung von der anderen Seite. Hier ungefähr werde ich sitzen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe ultra Bock auf dieses Spiel. So, Freunde, wir wollen keine Lautanschein, steht da. Hier ist die Polizei aus WI. Wo ist das? Witten. Wiesbaden. Von wo kommt da überall die Polizei her? So, jetzt geht's so langsam los in die Stadt und dann geht's hoch. Zum Ludwigspark. Zum zweiten Mal. Und diesmal geht's zum Spiel, Freunde. Ich hab so Bock. So, Freunde, sehr gerne wäre ich auch beim Pellmarsch dabei gewesen. Aber ich habe mir gedacht, um die Ultras nicht zu filmen, nicht zu stören, bleibe ich da weg. Hol wieder nur die Highlights vom Spiel mit. Ein unglaubliches Erlebnis für euch da draußen zu schaffen. Ich hoffe, das gelingt mir wieder. Wie beim letzten Vlog ist mir auf jeden Fall sehr, sehr viel positives Feedback entgegengekommen. Und ja. Jetzt geht's an den St. John am Markt. Das ist mal ein schöner Halter. So, erstmal Post. St. John am Markt wird erstmal Bierchen gelöscht. Digga, was tippst du? 2-1 Saarbrücken. 2-1 Saarbrücken. Ich glaube, da gehe ich mit. Nachspielzeit, Kai Brünter, 2-2. More Wetter, sehr schön. Und boah, Freunde, guckt euch an, was abgeht. So schön hier. Langsam wird man eingekesselt. Hier stehen die ganzen Erzähler. Oben ist, glaube ich, gerade der Lauternzug angekommen, deswegen wird man hier ein bisschen eingekesselt. Auf jeden Fall crazy. Ich bin erstmal in den Bahnhof gelaufen, weil ich gehört habe, dass da die Lautern ankommen. Und so ist es. Hinten läuft der Lautern sein Block Richtung Stadion. Und die laufen jetzt da vorbei, wo ich heute Morgen die Schilder gezeigt habe. So, da stehen sie alle. Man merkt, es ist eine brutal angespannte Stimmung. Irgendwo überall Polizei. Wahrscheinlich wartet jeder drauf, bis es einfach knallt.
Ich hoffe, es wird nicht passieren. Ja, so langsam werde ich dann auch mal Richtung Stadion gehen, Leute. So, Freunde, ich habe noch zwei Tickets bekommen. Die musste ich jetzt noch mal anbringen. Deswegen komme ich denn pünktlich rein. Aber egal, Pro ist am Start. Was tippst du, Digga? 2-0 ist auf Brücke, würde ich sagen. 2-0, Alter. Der Erste, der zu Null ist. Nach Berlin. Oh, das wäre geisteskrank. Und? Alter, gib nicht, was da los ist. Jetzt gehen wir rein. Gerade eben sind auch schon die Lautrer gekommen, also auf dem Platz. Ich habe das Five-Konzert aus der Ferne gehört, habe mich übelst abgefuckt, da ich nicht drin war. Aber ich muss doch meine Homies supporten, die noch kein Ticket hatten. Bisschen was los! Ja, nicht als rechts. Ja. Easy. Oh yes. Beste Tribüne. Jetzt geht's rein. Maschine getroffen, der hat mein erster Block gefeiert. Wie lange geht schon der FC, Gugge? Willst du gar nicht wissen. Man wird sich hier erreichen. Alter. 1974 das erste Mal dort. Typische Maschine. Das Ding rocken wir heute, oder? Ja, natürlich. Ja, Mann! Die Leute rasten gerade aus, weil es anfängt zu regnen. Herzlich willkommen im Ludwigspark. Hier kann es noch regnen bei einer magischen Pokalnacht. Dampf, 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 Eisenbahn,
Dampfeisenbahn, Dampfeisenbahn, die alte Dampfeisenbahn. Ja, die hat mir es angetan. Pyrotechnik von Raketen, von Rauchbomben verboten ist. Jetzt halten wir euch auf das weitere Abrennen zuversichtlich. Vielen Dank. Das gilt natürlich auch für die Gäste. Happy Red! Happy Red! Happy Red!
zur Halbzeit. Unverdient. Saarbrücken ist besser. Da geht heute was. Da geht was. Zweimal vor die Kisten, zweimal. Ist ja nicht in der Regel im Finale dabei. Das tut jetzt erstmal weh. Aber trotz allem, wenn wir die DFB-Pokalreise über Karlsruhe, über München, über Frankfurt, über Gladbach niemals wieder vergessen, die tief brennt in unserem Herzen. Und auch wenn wir heute traurig sind, spätestens am Morgen, sind wir wieder voller Stolz auf diese Mannschaft, die uns diese tolle Pokalreise geschenkt hat. Jungs, vielen, vielen Dank dafür, wir sind stolz auf euch.
Boah, was für eine abgefuckte Niederlage. Sehr schwer zu verdauen. Wenn ich nicht morgen wieder um 7 Uhr raus müsste auf den Dreh nach Köln, würde ich noch ein bisschen bleiben. Aber ich muss jetzt leider nach Hause. 6 Uhr aufstehen. Und trotzdem ist es geil, wie die ganze Stadt trotzdem noch hinter Saarbrücken steht. Hört ihr das? Saarbrücken. Ich hoffe, euch hat dieser Stadionflug gefallen. Leider mit keinem guten Ausgang für Saarbrücken. Trotzdem, bleibt sportlich. Viel Erfolg an die Finalisten in Berlin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das geht natürlich auch für die Gäste. Alles ist möglich.